Okay. Ja. Ich würde sagen, wir machen mal so eine Punktlandung direkt nach dem Mittagessen. Ich hoffe, ihr seid alle wohl gestärkt und habt Kraft für die nächsten Vorträge. Der nächste lautet digitale Lösungen für eine kleinbäuerliche Landwirtschaft mit Zukunft. Und unsere Vortragenden stehen hier links neben mir. Die eine ist Luisa Brause. Luisa ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsprojekt Biomaterialities und forscht vor allem zur Digitalisierung und der sozial-ökologischen Transformation der Landwirtschaft. Und der andere ist Alvin Egger. Er ist Softwareentwickler und Architekt bei der Tegonalgenossenschaft in Bern. In dieser Genossenschaft arbeitet er auch viel mit Open Source und versucht, so viel wie möglich zurück in die Community zu tragen. Und in der nächsten Stunde werden wir eine halbe Stunde einen Vortrag hören, in dem unter anderem über ein Verwaltungstool berichtet wird und andere Möglichkeiten für kleinbäuerliche Landwirtschaften irgendwie digitaler zu werden und auch die Herausforderungen. Und in der anderen halben Stunde seid auch ihr dazu aufgefordert, mitzudiskutieren. Genau. Herzlich willkommen. Ich hoffe, es wird interessant und ich übergebe. Cool. Herzlichen Dank. Vielen Dank für die nette Vorstellung. Wir freuen uns beide sehr, dass wir hier sein dürfen und freuen uns auf den Vortrag, aber vor allen Dingen auf die Diskussion mit euch. Alvin und ich treffen uns heute auch zum ersten Mal in real life. Wir kennen uns eigentlich durch meine Feldforschung, in der ich mich gerade beschäftige mit digitalen Alternativen für die Landwirtschaft. Und Alvin und seine Crew haben fantastische Sachen aufgebaut, über die er euch später noch mehr berichten wird. Wir haben das ein bisschen eher als Gesprächsformat geplant, als jetzt so den traditionellen Vortrag. Das ist aber für uns auch beide so ein bisschen Trial and Error, also vielleicht wird es gut, vielleicht wird es ein bisschen awkward, das werdet ihr dann sehen. Was ich vielleicht noch sagen sollte, ich war vorhin in dem Panel zu Digitalisierung und Global Justice. Da ging es auch schon mal um Digitalisierung und kleinbäuerliche Landwirtschaft, allerdings im globalen Süden. Wir beschäftigen uns beide aktuell eher mit Fragen im globalen Norden, also der Landwirtschaft hier. Deutschland, Schweiz, Europa. Wenn ihr aber eher einen globalen Südfokus habt und euer Interesse darauf liegt, können wir da super gern nochmal in der Diskussion drauf eingehen. Ich forsche seit vielen Jahren auch in West- und Südafrika, also kann da auch gern nochmal was erzählen, wenn Interesse dazu gibt. Insofern würde ich jetzt aber erstmal einsteigen mit so ein bisschen Kontext zu Landwirtschaft und Klima, da wir ja hier auf der Digitalisierung und Nachhaltigkeitskonferenz sind. Landwirtschaft ist aktuell für ungefähr 15-18%, manchmal 18-20% der Climate Gas Emissions zuständig, ist aber vor allen Dingen auch einer der größten Treiber der Biodiversitätskrise, die immer im Rahmen der Klimakrise so ein bisschen aus dem Fokus gerät, aber gerade agrarindustrielle, großflächige Landwirtschaft ist ein massiver Treiber vom Artensterben. Digitalisierung wird aktuell gerade in der deutschen und europäischen Agrarpolitik als so eine Lösungsstrategie gefördert, von der geglaubt wird, dass sie Landwirtschaft sowohl klimafreundlicher, biodiversitätsfreundlicher und eben aber auch gleichzeitig noch produktiver machen könnte. Und dieser Produktivitätsgedanke ist jetzt gerade in den letzten Monaten vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges auch nochmal wieder neu auf die politische Agenda gekommen. Also Landwirtschaft soll Ökologie und Produktivität irgendwie zusammenbringen. Digitalisierung bisher und wie sie bisher ausgestaltet ist, sehen wir, dient aber vor allen Dingen der Optimierung agrarindustrieller Produktionsweisen. Fast alle digitalen Technologien, die so in den letzten 15-20 Jahren entwickelt wurden, vielleicht auch schon ein bisschen länger, sind mittlerweile eigentlich in der Hand von wenigen agrarindustriellen Großkonzernen, Dow DuPont, John Deere, Yara International, Bayer, ganz großer Player, Syngenta oder Cargill in den
Lieferketten. Diese Konzerne haben in den letzten Jahren ganz gezielt Startups aufgekauft, die neue digitale Technologien entwickelt haben. Und mittlerweile ist eigentlich fast alles, was es so gibt, von Farm-Management-Plattformen bis Variable-Rate-Technology, GPS-gesteuerten Traktoren und so weiter, in der Hand von wenigen Großkonzernen, die im Agrarernährungssystem eh schon sehr, sehr hohe Marktmacht haben. Also wir sprechen da oft von so Oligopolen, das heißt, der Saatgutmarkt, der Düngemittelmarkt, der Pestizidmarkt ist oft aufgeteilt unter nur 4 bis 5 Großkonzernen, die mittlerweile eben auch die Kerntechnologien kontrollieren. Was wir auch sehen, ist, dass es eigentlich kaum unabhängige Studien gibt, die den ökologischen Nutzen dieser Technologien bestätigen könnten. Das Einzige, was nachgewiesen werden konnte, ist, dass es einen minimalen Rückgang von Düngemittelbedarf gibt, wenn man den mit Variable Rate Technologies ausbringt. Darüber hinaus ist eigentlich weiterhin ein großes Fragezeichen, wo denn die Digitalisierung die Landwirtschaft eigentlich so wahnsinnig viel klimafreundlicher machen soll. Genau, aber es gibt immer mehr Alternativen, die vor allen Dingen in so Initiativen, Bottom-up oder kleineren Unternehmen versuchen, Digitalisierung für die Landwirtschaft auch anders zu denken und anders auszugestalten und eine ganz andere Zielsetzung verfolgen. Und eine der Ansätze wird euch Alvin jetzt näher vorstellen. Ja, genau. Und meine erste Frage vielleicht hier in die Runde, wer kennt das Prinzip von SolarWIS, also solidarischen Landwirtschaften? Super, da sind ja schon mal fast alle dabei. Ich selbst war auch Teil einer Gruppe in Bern, die ein solches Projekt, ich glaube 2008 war es, aufgesetzt hat. Wir haben dort zusammen mit lokalen Produzentinnen und Produzenten geschaut, wie wir das machen könnten und haben dann eine Initiative der regionalen Vertragslandwirtschaft, das ist in der Schweiz nochmal etwas anders gelagert, aber schlussendlich spielt es nicht so eine große Rolle, haben wir aufgebaut. Eben gestartet hat das irgendwie 2009 oder so. Heute hat es 350 oder 400 Ernteanteile, relativ groß, ist auch nicht mehr das einzige in Bern, da gibt es mehrere Projekte, so wie das auch in Deutschland überall im Moment so geschieht, denke ich so. Und dann war natürlich das Ding, wie setzt man das überhaupt auf? Gibt ganz viele verschiedene Fragen, gibt landwirtschaftliche Fragen, wie man das am besten macht und so weiter. Aber es gibt auch logistische Fragen. Wie bringt man überhaupt 400 Gemüsekörbe jede Woche zu den Menschen, irgendwie in einer Form? Da gibt es ganz verschiedene Ansätze, wie das geschehen kann. Wir haben effektiv den Ansatz gewählt, dass dieses Gemüse in ein Depot geliefert wird, in etwa 15 verschiedene in der Stadt und die Menschen gehen sich das dann abholen. Soweit kennt ihr das alle. Uns war auch ganz schnell bewusst, weil wir schon von Anfang an gedacht haben, dass unser Projekt nicht so bei 30 oder 40 solchen Körben stoppen wird, dass das nicht gehen wird, das einfach so mit Excel oder irgendwie so zu bewirtschaften, sondern wir haben von Anfang an auch aufgrund der Tatsache, dass technologieaffine Menschen dabei waren, haben wir versucht, das etwas mit Software zu lösen. Zuerst halt selbst gebastelt irgendwas, Microsoft Access basiert damals, zu Beginn, genau. Und ja, andere eben mit Excel und so. Und dann aber nach so 3-4 Jahren wurde uns klar, okay, das Projekt geht weiter, das funktioniert, der Bedarf ist da, die Leute wollen da mitmachen. Also war es klar, okay, wir brauchen da was Richtiges. Und auch schnell klar, weil die Vernetzung sehr gut war, auch innerhalb der Schweiz mit anderen solchen Projekten, dass ja dieser Bedarf nicht nur bei uns besteht, sondern bei ganz vielen anderen auch. Also haben wir uns gedacht, ja, machen wir was, aber wir machen es nicht für uns selbst, sondern wir versuchen das für möglichst viele, die Interesse haben, da aufzubauen. Genau, unser Projekt da heißt Solitär. Und daraus entstanden, wie es genau passiert ist, und so komme ich dann später nochmal drauf zurück, ist aber wirklich eine Software. Hier nur so ein Sneak Peek, ich will euch nicht langweilen mit irgendwelchen Screenshots.
Aber das ist halt Verwaltungssoftware, ganz viele Möglichkeiten, Verwaltung von Mitgliedern, Ernteanteilen. Dann kann man Rechnungen oder Lastschriften fahren, wie heißt das hier, Zahlungseinzug, sowas. Oder? Genau, dann Dokumente, Etiketten und so weiter drucken und so weiter und so fort. Wenn es im Detail interessiert, kann sehr gerne nach dem Vortrag noch zu mir kommen. Wir können das gerne anschauen. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht der Scope hier, genau. Das haben wir aber aufgesetzt, hat funktioniert, funktioniert bis heute, genau, und ist von dem her eigentlich soweit erfolgreich. Aber wir haben auch diverse Challenges in dem Prozess und weiterhin, genau, worauf ich dann später noch zurückkomme. Aber erstmal machst du uns noch eine kleine Übersicht über verschiedene andere Projekte in dem Rahmen, die es gibt. Genau. Open Auditor von Alvin, genau, ist ein fantastisches Projekt, aber es gibt mittlerweile auch noch eine ganze Menge andere. Das ist jetzt so eine Übersicht, die wir erstellt haben aus dem, was wir im deutschsprachigen Raum gefunden haben. Es gibt auch noch eine ganze Menge im englischsprachigen Raum. Und was wir sehen ist, dass eigentlich mittlerweile so digitale Tools in verschiedenen Nischen in Deutschland, Schweiz, Österreich gebaut wurden, alle oder viele mit so ein bisschen unterschiedlichen Impetus. Also es gibt beispielsweise den Gemüsebau-Anbauplaner von Rucola Soft, der bietet eigentlich ein digitales Planungstool an für den kleinbäuerlichen Gemüseanbau, auch spezifisch nochmal mit SolarWi-Tools direkt schon integriert. Es gibt die CSA SolarWi-Verwaltungstools wie Open Auditor, da hört ihr dann gleich noch mehr von Alvin zu. Es gibt digitale Vertriebssysteme, Marktplätze, die eher darauf ausgerichtet sind, Höfe und Konsumenten zusammenzubringen. Klecker-App zum Beispiel hat sich spezialisiert auf Permakulturhöfe und versucht, deren Vertrieb zu vereinfachen. Es gibt zuerst Ansätze, die mit KI-Empfehlungen arbeiten. Nature Robotics zum Beispiel sind da noch in der Pilotphase, ist eher so ein Uni-Projekt. Die versuchen KI-Empfehlungen speziell auch für Agroforste und permakulturellen Anbau zu entwickeln. Dann gibt es Robotik, das ist nochmal so ein bisschen anders gelagert als jetzt die eher softwarebasierten anderen Tools. Das heißt, hier gibt es auch Permarobotics, die versuchen, Robotik speziell für den permakulturellen Anbau zu entwickeln. Es gibt NAIO, das ist, glaube ich, die bisher erfolgreichste Unternehmen mit Robotik in Europa. Die haben OSS entwickelt. OSS ist ein Roboter, der speziell auch für kleinbäuerliche Landwirtschaft entwickelt wurde. Genau, es gibt Zauberzeug mit so einer ähnlichen Richtung und es gibt Open Source Ecology, die Planungsanleitungen online stellen, mit denen man sich dann quasi selber seine Tools zusammenbauen kann. Das ist nicht immer unbedingt Robotik, es gibt auch mechanische Weeding-Tools beispielsweise, für die die kostenfrei Anleitungen ins Internet stellen. Das meiste in der Robotik ist darauf ausgelegt, derzeit in der Richtung, die sich mit kleinbäuerlicher Landwirtschaft beschäftigt, das Unkrautjäten zu ersetzen, eine der arbeitsintensivsten und auch oft mühsamsten Aufgaben. Genau, das heißt, NAIO zum Beispiel ist vor allen Dingen zum Jäten da. Dann gibt es eine ganze Menge noch so auf der Schiene, die eher ins Vernetzen und Lernen geht. Also es gibt immer mehr Online-Kurse zu, wie funktioniert Permakultur, wie funktioniert Market Gardening, die eben eher auf Bildungsprogramme abzielen oder eben auch darauf, verschiedene Initiativen zusammenzubringen, die Ähnliches machen. Und natürlich gibt es irgendwie Lebensmittel retten, was nicht mehr so ganz Landwirtschaft ist, sondern so ein bisschen die Lieferkette hochgeht. Aber genau, Foodsharing ist vielleicht vielen von euch ein Begriff. Auch wichtig, wenn wir uns anschauen, welchen Beitrag digitale Technologien für eine sozial-ökologische Transformation eben nicht nur der Landwirtschaft, sondern wirklich dieses breiteren Agrarernährungssystems leisten können. Genau, und diese Tools haben sehr unterschiedliche Prinzipien und Werte, auf denen sie aufgebaut sind. Also nicht alle sind Open Source beispielsweise, nicht alle sind
Non-Profit, da sind die sehr unterschiedlich aufgestellt. Was sie erstmal eint, ist, dass sie irgendwie kleinbäuerliche Landwirtschaft zur Zielsetzung haben. Genau, aber wie man sowas quasi auch von vornherein ethisch ausgestalten kann und wie das denn aussehen kann, das berichtet Alvin von Open Auditor. Ja. Nee, genau, das meinte ich gerade. Das ist sehr unterschiedlich, wie die ausgestaltet sind. Ich glaube, ein paar sind Open Source, vor allen Dingen von den Solawi-Verwaltungssachen, aber das meiste davon sind kommerzielle oder so semi-kommerzielle Sachen. Ja. Ja, genau. Ethisch, weiß ich nicht. Ja, genau. Als wir mit unserem Softwareprojekt gestartet haben, war natürlich die Funktionalität wirklich die einfließen muss, war schon relativ zentral, aber gleichzeitig war es uns auch wichtig, von Anfang an ein Projekt aufzusetzen, das längerfristig wirklich zu unterhalten ist und auch tragbar ist. Mittlerweile gibt es den Begriff der digitalen Nachhaltigkeit, heute auch von Matthias Stürmer noch eingeführt, vielleicht waren einige an seinem Vortrag. Das war bei uns schon von Anfang an wirklich in der Diskussion zentral. Wie schaffen wir es, Software, die nicht nur einmal einfach so ausprobiert wird, sondern für 10 oder auch 15 Jahre dann wirklich im täglichen Einsatz funktionieren muss, wie schaffen wir das zu strukturieren, damit das gewährleistet werden kann? Weil schlussendlich Initiativen und Gruppen oder auch einzelne Höfe nur da bereit sind, sowas zu nutzen, wenn sie auch die Gewissheit haben, dass das längerfristig verfügbar wird und auch supportet wird und so weiter. Wir haben uns dafür entschieden, auf der einen Seite, ja, Open Source wurde genannt, also Open Auditor ist komplett Open Source, kann heruntergeladen werden, kann auch selbst betrieben werden. Also wenn das Wissen da ist, kann man die Software selbst betreiben und nutzen. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Also das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Aber es ist ja auch so, dass das relativ komplex ist, das Umfeld, oder? Und überhaupt so eine Software einzuführen und zu nutzen, da braucht es mehr, da braucht es Wissen. Das Wissen ist nicht immer verfügbar, da braucht es auch irgendwie Beratung, das aufzusetzen zusammen. Und da haben wir einen Verein gegründet, der Verein Open Auditor. In der Schweiz gründet man immer Vereine für alles. Der ist der Träger dieser Software, also nicht der Eigentümer, ist ja Open Source, aber ist der Träger oder Trägerin der Software-Plattform, wo auch eben dieser Austausch stattfinden kann, wo auch Anforderungen wieder gesammelt werden und so weiter. Und unsere Firma Tegonal, die Tegonal Genossenschaft, ist eigentlich der Technologiepartner des Ganzen. Das heißt, selbstverständlich sind alle Interessierten eingeladen, auch zu contributen. Also man kann sehr gerne Code contributen oder auch Dokumentation oder Übersetzungen und so weiter. Aber wir stellen halt längerfristig sicher, dass eben die Technologieplattform weiter gewartet wird, weiterentwickelt wird, wo das nötig und möglich ist. So. Und diese, ja, schlussendlich diese Stakeholder zusammen, also wir, die Personen, die interessiert sind, die Initiativen, die das nutzen, versuchen da zusammen das längerfristig zu betreiben, und das ist auch ganz erfolgreich. Jetzt sind wir, glaube ich, im 6., 7. Jahr sowas. Genau. Aber gleichzeitig gibt es da natürlich verschiedene Fragen, die immer noch ungelöst sind im Raum. Kommen wir nachher noch drauf, aber auf jeden Fall glauben wir, so eine Möglichkeit gefunden zu haben, doch eine solche Software, die eine Spartensoftware ist, oder? Das ist auch nicht wie die ganz großen Open-Source-Tools, kann man nicht mit dem Linux-Kernel vergleichen. aber doch ja, ein nachhaltiger Betrieb gewährleistet werden kann. Genau. Und, aber es gibt noch andere Auswirkungen von solchen Tools auf die kleinbäuerliche Landwirtschaft. So. Und die hast du noch etwas untersucht, Luise? Genau, ja, das haben wir uns im Projekt nochmal angeschaut. Was kann denn das eigentlich bringen, wenn man neue digitale Tools entwickelt? Was macht es mit den Höfen, die dann eingeführt und genutzt haben?
Dazu haben wir Interviews mit relativ vielen Landwirtinnen geführt, in Deutschland vor allen Dingen, und eben auch mit diesen Initiativen, die diese verschiedenen Tools entwickelt haben selbst. Und was wir sehen ist, dass einerseits gerade sowas wie Anbauplaner, aber auch Verwaltungstools Einstiegshürden für agrarökologischen Anbau verringern können. Also es gibt dann quasi einen klaren Plan, an dem man sich orientieren kann, gerade für Quereinsteiger, was in Deutschland relativ viel ausmacht, der Leute, die sich in SolarWies engagieren oder kleine Market Gardens gründen, kann das sehr, sehr hilfreich sein, dass es da so digitale Vorlagen gibt, wie sowas wie ein Anbauplan aussehen kann. Wir haben auch gesehen, dass es sehr viel genutzt wird zur Koordinierung großer Netzwerke. Da sind natürlich die SolarWies prädestiniert. In meiner SolarWie sind wir, glaube ich, knapp 400 Anteile mittlerweile, an denen dann natürlich nochmal entsprechend Leute hängen. Das sind einfach richtig viele Leute, die koordiniert werden müssen. Dafür sind digitale Tools prima. Es gibt Arbeitserleichterungen, sowohl auf der organisatorischen und Betriebsführungsseite oder wenn wir in die Robotik gehen, dann natürlich auch wirklich auf dem Feld. Das heißt, das bedeutet auch eine Einsparung von Arbeitskräften, was man natürlich positiv oder negativ sehen kann. Aber genau, gerade die JET-Roboter beispielsweise zielen schon auch darauf ab, dass irgendwie weniger Arbeitsstunden auf dem Feld verrichtet werden. Dann schaffen es digitale Tools, Produzenten und Konsumenten dichter zusammenzubringen, was gerade in der Landwirtschaft wichtig ist. Genau, auf dem Land sind nicht unbedingt die Abnehmerinnen für agrarökologisch produziertes Gemüse beispielsweise, sind oft in der Stadt. Das heißt, wie bringt man die Leute zusammen? Da gibt es eben digitale Vertriebssysteme, die das erleichtern. Und wir sehen auch, dass digitale Tools natürlich wichtig sind, um diese alternative Landwirtschaft auch irgendwie als politische Bewegung enger miteinander zu vernetzen und dichter miteinander zusammenzubringen. Genau, du bist ja irgendwie dichter dran an der Praxis. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, die Höfe, die jetzt Orlitor eingeführt haben, was bringt denn das denn? Ja, ich glaube, es bringt ihnen überhaupt die Möglichkeit, in dieser Größenordnung einen solchen Vertriebsweg eigentlich aufzubauen und dann längerfristig zu nutzen. Es ist ja sicher ein Umfeld, das Umfeld der SolarWies ist sicher technologiekritisch. Also nicht alle, aber sehr viele Leute. Und das verstehe ich völlig. Und ich verstehe es auch, dass dann zuerst einmal genau hingeschaut wird, was kann uns solch eine Software bringen. Aber dann ist dann schon so, der Fokus dieser Projekte und auch der Menschen, die da aktiv sind, ist ja vor allem, sie möchten tolles Gemüse oder tolle Produkte anbauen und produzieren gemeinsam. Und was OpenOlitor bringen kann oder ähnliche Tools sicher auch, ist, dass man sich weniger lang mit der Administration aufhält, dass man aber auch weniger Fehler hat beispielsweise, wenn man irgendwie Excel oder so, also das Beispiel kommt nicht von irgendwo, viele nutzen irgendwie Excel, da macht man halt viel schneller Fehler. Und es ist auch aufwendiger, oder? Wenn da die Excel-Listen länger werden und komplizierter und dann noch Sonderwünsche und Fälle abgebildet werden müssen, dann wird es wirklich langsam kompliziert. Und so ein Tool ist eben, der englische Begriff Tool sagt es ganz genau, es ist ein Werkzeug, es soll ein zusätzliches Werkzeug sein, um eben so ein Projekt durchzuführen oder im Alltag nutzbar sein. Es ist keine Lösung für irgendetwas. Es ist nicht einfach so geht's und sonst geht's nicht, aber es ist ein Werkzeug, das im Alltag hilft. Das ist auf jeden Fall so. Cool. Und du hast ja schon ein paar Mal darauf verwiesen, es gibt Hürden und Challenges und Herausforderungen. Magst du darüber noch ein bisschen erzählen? Ja. Vielleicht die größte Hürde, die ich sehe, aber die hat nicht nur mit der Software zu tun, die ist im kleinbäuerlichen Umfeld eh schon da, ist nämlich, dass das Ganze von sehr wenigen Personen abhängt immer, oder? Also halt ausgehend von vielleicht der Einzelfamilie, die einen Hof betreibt gemeinsam, wenn da irgendjemand ausfällt aufgrund von Krankheit, Unfall oder was auch immer, ist schon immer das Ganze gleich in Gefahr. So. Und das ist natürlich auch nicht besser dank so einer Software oder so, aber es macht es nochmal komplexer, denn man muss das verstehen,
Es ist nicht einfach so easy peasy die Facebook-App, sondern es ist wirklich, jede Woche muss man genau wissen, was man macht, damit das auch funktioniert und so weiter. Und das hängt dann, dieses Wissen ist dann wieder bei einer Person oder im besten Fall doch bei mehreren Personen. Aber selbst in großen Solarwies ist es oft so, dass eigentlich Wissen und auch Handhabung alltäglicher bei sehr wenigen Personen hängt. Das ist einfach eine Beobachtung, die ich mache in der Zusammenarbeit mit solchen Gruppen. Und also eine Antwort habe ich da auch nicht, noch nicht. Ich hoffe vielleicht später mal. Aber es ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Mhm. Ja, spannend. Also was wir in der Forschung auf jeden Fall auch gesehen haben, ist, das spiegelt sich in fast allen Solarwies wieder, also ob digital oder nicht, aber dass es oft an wenigen Leuten hängt, dass solche Tools auch eingeführt wird, hängt ganz oft auch an MitgliederInnen, die eben das Wissen dafür auch haben und das dann auch supporten und einführen und tragen. Und wenn die irgendwann aus den Solarwies rauskippen, dass es dann oft richtig, richtig schwierig wird. Was wir andererseits auch sehen ist, dass wenn beispielsweise in Solarwies oder kleinen Betrieben eine Gärtnerin wegfällt, weggeht zu einem anderen Betrieb, dass da die digitalen Tools natürlich auch wahnsinnig viel helfen können. Also wenn man eine gut dokumentierte Anbauplanung der letzten 5 Jahre hat, dann ist da wiederum die Übergabe an neue Leute auch viel einfacher. Also ich glaube, Digitalisierung kann dann schon auch helfen, Wissen irgendwie zu bewahren und weiterzugeben an quasi die nächste Generation Landwirtin oder Solarwies. Finde ich ganz spannend. Ja, voll. Also das Beispiel finde ich super wichtig. Ist auch bei uns so. Ich habe Solarwies getroffen oder Austausch gehabt mit ihnen, die gesagt haben, ja, die Anteile zu bezahlen, da vertrauen wir auf die Leute, dass sie das machen. So. Okay. Und aber so, checkt ihr das dann ab so irgendwie ein paar Mal im Jahr, ob das wirklich geschieht? So, nein, machen wir nicht, ist zu kompliziert. Und das ist so, natürlich kann man so machen und wahrscheinlich bezahlen dann 2-3% der Menschen nicht, weil nicht aus bösem Willen, sondern weil sie es vergessen haben, weil sie vielleicht in dem Moment gerade kein Geld hatten, aber dann das später planen und so weiter. Aber 2-3% ist genau das Problem, oder? Die 2-3%, die reichen dann, um ein Projekt in Schieflage kommen zu lassen, wenn es dumm läuft, oder? Und da finde ich schon, also dort finde ich, kann so etwas helfen. Das geht nicht darum, Leute zu kontrollieren, sondern auch Leuten, also auch den Mitgliedern zu helfen, daran zu denken, dass sie vielleicht ihren Beitrag leisten und das auch zu visualisieren. So, genau. Cool. Ein anderes Thema, was wir immer noch viel debattieren in der Forschung, ist so ein bisschen das Wissen. Also die Landwirtinnen, die wir gerade ausbilden, also nicht ich, aber die gerade ausgebildet werden, die es jetzt auch schon länger machen, welche Tools haben die eigentlich für Digitalisierung? Kennen die sich damit aus? Sind die irgendwie die Digital Natives oder eigentlich eher nicht? Wie ist es bei euch im Umfeld? Welchen Eindruck hast du da? Ja, das Schwierige, wir haben eine in der Nähe von Bern eine landwirtschaftliche Schule. Wir sind auch in Austausch mehrere Male gewesen mit ihnen. Und ich habe das Gefühl, dass wirklich nicht nur jetzt Vertriebssoftware oder so, das ist ja schon relativ außerhalb, aber auch sonst digitale Tools nicht so im Zentrum steht der Ausbildung. Also im Zentrum, voll im Zentrum müssen sie natürlich nicht stehen. Immer wieder Gemüseanbau, aber man sollte sich dann schon bewusst sein, dass es das auch gibt und das wird ja nur sehr beschränkt gemacht und ich denke schon, da in der Ausbildung gibt es auf jeden Fall noch Handlungsansätze, um auch die neuen Bäuerinnen und Bauern da besser starten zu lassen, auf der einen Seite, genau, und aber auch eben, dass man eine solche Landwirtschaft fördern kann, wo auch ein kleinbäuerlicher Ansatz eine Zukunft hat oder überhaupt. Und das ist ja eh ein Grundproblem der Ausbildung. Mhm. Ja, also wir sehen das ja auch, wir arbeiten viel auch mit den Landwirtschaftskammern und die sind gerade dabei, das Curriculum so ganz langsam zu ändern, damit digitale Tools und digitale Wissen und Fähigkeiten da auch mit reinspielen. Also das ist auch nochmal so ein institutioneller Ansatz, der uns, glaube ich, wichtig ist, für die Zukunft auch einer kleinbäuerlichen Landwirtschaft zu pushen. Vielleicht würde ich dich noch was zu Daten fragen.
Daten ist ja, glaube ich, also nicht nur in der Landwirtschaft, sondern allgemein ein Riesenthema. Und ich kenne das aus anderen Debatten, dass immer wieder ja auch von Datenextraktivismus gesprochen wird. Das war auf der Konferenz auch schon ein paar Mal Thema. Gerade in der Landwirtschaft natürlich ein super sensibles Thema. Wenn Konzerne wissen, wie viel angebaut wird, wenn Konzerne abschätzen können, wie der Ertrag ist für eine Saison, können sie natürlich auch Preise viel stärker festlegen, haben ihre Marktmacht nochmal verstärken, gerade wenn es so ist wie im Agrarernährungssystem, dass es wirklich eine sehr vertikale Konzentration auch von Marktmacht gibt. Das heißt, die Konzerne sind jetzt nicht nur im Saatgutmarkt beispielsweise aktiv, sondern haben tatsächlich mittlerweile Anteile in fast den gesamten Lieferketten. Genau, Daten, wenn man Alternativen macht, wie geht ihr damit um und ist das ein Thema für die Bäuerinnen und Bäuer, mit denen ihr arbeitet? Ja, das ist ein großes Thema und dort muss man sagen, wenn ich vorhin festgestellt habe, dass viele etwas Technologie vielleicht kritisch sind, aber auch nicht unbedingt technologieaffin an erster Stelle so, aber vielen Menschen ist bewusst, dass Daten gesammelt werden, dass man aufpassen muss, wo die Daten landen, da diese Fragen werden eigentlich immer gestellt und okay, mit unserem Ansatz ist das kein Problem. Ist Open Source, kann man selbst hosten oder wir hosten es in dem Sinn für die, die mögen in der Schweiz jetzt beispielsweise und ist auch ganz klar, dass die Daten in der Schweiz gehalten werden, dass jede Initiative ihren eigenen Datenpool hat und das nicht einfach abgegriffen werden kann untereinander und so weiter. Aber die Fragen kommen auf und das finde ich eine spannende Entwicklung, oder? Das hätte man vielleicht vor auch 10 Jahren nicht unbedingt so erwarten können und das ist doch schon sehr gut. Mhm. Ja, ich finde auch, dass sich da auch irgendwie so eine kritische öffentliche Meinung und auch kritische Meinung im Bereich Landwirtschaft speziell gebildet hat, ist, glaube ich, auch echt ein wichtiger Ansatz und auch ein Ansatz, der mittlerweile in der Politik auch mehr diskutiert wird. Also auf europäischer Ebene wird gerade diskutiert, ob es eine Datenschutzregelung speziell für die Landwirtschaft gibt, weil das Betriebsdaten sind. Das heißt, sie sind bisher relativ unreguliert und ungeschützt. Und ich denke, da ist auch nochmal was man natürlich von aktivistischer Seite auch weiter pushen sollte. Vielleicht zum Abschluss, wie sieht's aus, wie geht's weiter mit Open Auditor? Was sind eure Zukunftswünsche, Vorstellungen? Was plant ihr? Ja, vielleicht auch außerhalb von Open Auditor. Ich denke, was wirklich notwendig wäre, ist, dass es auch im politischen Kontext doch, dass das wahrgenommen wird, dass auch kleinere Lösungen, eben nicht nur agroindustrielle Großkonzerne hier wichtige Arbeiten leisten. Da muss man politische Knochenarbeit machen, so, genau. Wird auch gemacht oft und dass dort eben auch solche Projekte gefördert werden. Das heißt, solche Projekte sind von den Solawi selbst oder kleinbäuerlichen Betrieben selbst, aber auch die Tools, die dazu gehören. Wir haben das große Glück, und das will ich auch nicht verheimlichen, dass wir damals, als wir das Projekt aufgesetzt haben, hatten wir, das Timing war gut, haben wir beim Bundesamt für Landwirtschaft in der Schweiz einen Topf gefunden mit etwas Glück, wo wir auch eine Förderung erhalten haben, um die Software umzusetzen, teilweise zusammen mit den Initiativen, die haben auch mitbezahlt, auch noch ein paar Stiftungen und unsere Firma hat quasi als Beitrag zu diesem Open Source Space haben wir einfach auch irgendwie ein Drittel, glaube ich, von der Zeit da contributed. Und da hatten wir aber Glück, das war so ein Topf, der halt offen war einen Moment lang und die Person, die verantwortlich war, hat gefunden, das passt irgendwie hin, hat natürlich eigentlich überhaupt nicht reingepasst. Aber da müsste es halt wirklich passendere Förderinstrumente geben, weil im Verhältnis zu was da rausschaut, war das ein relativ kleiner Beitrag, oder? Und ich glaube, Sie schreiben das jetzt auch immer auf ihrem Leistungsausweis zu diesem Förderinstrument sind wir immer präsent, weil sie dann auch gefunden haben, ja, das hat ja eigentlich gut geklappt. Cool. Also ich glaube, von mir wäre es das. Hast du noch Fragen?
Ja, nein, ich bin gespannt, was die Inputs sind aus dem Publikum. Fragen sehr gerne, aber auch eure eigenen Erfahrungen in dem Raum, den wir jetzt da geöffnet haben, sehr gerne, sind wir gespannt. Cool. Ja, bei dieser Produktübersicht würde mich interessieren, ob wie ist euer Eindruck, was so Überlappungen oder eine Differenzierung oder wie viele SolarWinds nutzen zum Beispiel aus jeder Spalte, wie gut sind die integriert zum Beispiel oder es wird manchmal das Rad zu sehr neu erfunden, wie ist das Verhältnis zwischen Open Source und kommerziellen Lösungen und damit einhergehend, euer Verein konzentriert sich auf diese eine Software oder ist das auch so Kuratorium oder Hilfe, um in diesem ganzen Produkt, um dieser ganzen Produktwelt Orientierung zu finden als SolarWinds? Also. Genau. Willst du zuerst auf die Liste eingehen? Ja, kann ich gern machen. Also ich glaube, so richtig Open Source und so quasi auf der Schiene, die Open Auditor macht, sind wenige. So die digitalen Vertriebssysteme zum Teil noch. Clacker App auf jeden Fall, weiß ich. Ich glaube, die Marktschreimereien sind staatlich finanziert, also gibt es auf jeden Fall irgendeine Art öffentliche Infrastruktur für. Ich weiß noch nicht, ob die Open Source ist. Die Robotik-Sachen sind alle sauteuer. und nichts ist da Open Source. Also ich glaube, der von Nayo kostet zwischen 10.000 und 30.000. Ja. Magst du das nochmal vielleicht ins Mikro sagen? Ich bin auch bei Speise gut. Ja. Ja, hi, ich bin von Speisegut hier in Berlin. Ich bin die Depotleitung von Friedrichshain und wir haben seit letztem Jahr so einen Nayo-Roboter, der regelmäßig genutzt wird und das funktioniert super und erleichtert auch vor allen Dingen die Arbeit gerade unserem ganzen Team. Genau, ja. Und ja, der kostet sehr viel Geld. Ich weiß jetzt aber gerade tatsächlich auch nicht mehr, wie viel es war. Zwischen 10.000 und 30.000 Euro, je nach Ausstattung. Ja, ich weiß nicht mehr genau, was Christian bezahlt hat. Keine Ahnung. Ja. genau, also die werden genutzt. Nayo ist eine französische Firma, da ist es relativ weit verbreitet auch, aber relativ weit verbreitet. Also wir reden hier immer noch von Nischen in kleinen Nischen. Also ich glaube, wir haben es versucht mal für Deutschland zu schätzen, nicht nur für die kleinbäuerliche Landwirtschaft, sondern allgemein, wie viele Roboter so unterwegs sind. Und ich tippe, es sind immer noch weniger als 1.000. So, also das ist so die Größenordnung von der Robotik. So SolarWinds-Verwaltungstools werden auf jeden Fall immer mehr. Und kannst du vielleicht mal sagen, für Open Auditor hat gleich. Und das Gleiche gilt auch für sowas wie den Anbauplaner. Also Rucola Soft ist auf jeden Fall, muss man zahlen. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob es Open Source ist. Ich glaube nicht. Aber die haben so in dem SolarWinds-Umfeld mittlerweile schon auch ein paar hundert Leute, die das nutzen. Also ich glaube, es wird mehr. Genau. Und ja, also Verwaltungstools gibt es übrigens noch einige mehr, als du die da aufgeführt hast, aber die hast du halt untersucht. Genau. Allein in der Schweiz sind es 3, die ich kenne. So, und es gibt auch noch ein paar so SaaS-Lösungen, also die irgendein Webportal haben. Genau. Weil das ist wirklich, dort gibt es wirklich das Bedürfnis, oder von mittleren bis größeren SolarWinds, also was heißt schon groß, aber ja, da braucht man halt irgendeine Unterstützung so. Und unser Verein im Moment ist schon gedacht als Trägerverein für Open Auditor und aber auch eigentlich eben diese Beratung, Hilfestellung für am Anfang, vor allem ist ja dieser Einführungsprozess, oder? Die Prozesse überhaupt der SolarWinds abbilden in der Software, das ist halt Teil davon. Und dort aber muss man beispielsweise sagen, dass gerade junge SolarWinds, die neu starten, die haben natürlich keine finanziellen Mittel, sowas zu bezahlen. Und ich kann nur von der Schweiz reden, da gibt es überhaupt keine Hilfestellungen. In Deutschland vielleicht ein bisschen besser, aber also super schwierig. Also das machen wir beispielsweise alles unbezahlt im Moment. Da gibt es 3, also wir, also nicht nur unsere Firma, will ich gar nicht sagen, es gibt noch 2, 3 weitere Menschen, die das machen oder die das Wissen haben. Aber
dort, das ist zum Beispiel kein nachhaltiger Weg, längerfristig das so aufzubauen, weil das hängt dann an den Personen, die die Kapazität und die Zeit haben, das zu machen und solch eine Solawi zu unterstützen. Das sind dann nicht zweimal am Abend 2 Stunden, sondern das dauert dann halt eine Weile und dort müssen wir noch einen Weg finden. Voll. Ja, genau, die Tutorials sind super, die sind dann aber zum Beispiel bei der Auswahl, wenn du bei Null startest und eben vielleicht keine Person hast, die schon weiß, was ein ERP-System ist, die das noch nie irgendwie in einer Firma eingeführt hat, da braucht es einfach Grundlagenarbeit zuerst einmal. Genau. Und dann die Tutorials sind dann darauf aufbauend, können natürlich helfen, umso mehr Dokumentation, Tutorials und so weiter das zur Verfügung steht, umso besser, natürlich. Cool, danke. Also genau, ich habe euch beide gesehen. Genau, wir machen so eine Runde, würde ich sagen. Kleine Anmerkung wegen dem Farmbot-Projekt. Mhm. Das ist durchaus Open Source und es hat eine sehr gut ausgereifte Planungssoftware. Die Hardware ist meines Erachtens nicht ganz so wettertauglich ausgelegt, aber es ist ein schönes Projekt, also es ist nicht ganz so teuer. Dann hatte ich noch eine Frage, ob es bei euch im Projekt Bestrebungen oder Interesse gibt, irgendwie meteorologische Daten zu verwerten, also auch Sensordaten, gerade was Bodenfeuchte und so weiter angeht. Gibt es da Ideen? Bei uns jetzt, meinst du? Ja, eher nicht. Das wäre eher Richtung Anbauplanung. So. Und wir haben dort beispielsweise einen Strich gezogen. Wir haben gesagt, was ist der Scope von unserem Projekt und was ist er nicht, weil eben diese Anforderungen für Anbauplanung und in die Richtung gibt es natürlich auch. Aber wir wollen jetzt nicht eine Software machen, die wie alles abbildet. Wir finden eigentlich den Ansatz immer so schön für jede, also für jeden Anforderungsraum, so das eigene Tool eigentlich vielversprechender. So. Hallo. Hallo. Ja, ich komme aus Spanien. Ich habe da einen Kleinhof mit 0,5 Hektar begießbare Fläche. Und, aber wir schaffen es nicht, alles zu verkaufen, weil es kommt alles auf einmal. Und plötzlich, wir haben 0,5 Tonne Apfel. Wir haben keine Kunden dafür. Solche Software wie eure Software wäre verwendbar in Spanien? Oder? Ja, genau. Da bin ich nicht so im Detail eingegangen. Also Open Auditor ist halt wirklich für ein Abo-Modell, also Abo- oder Ernteanteil-Modell ausgelegt. Das heißt, es ist nicht so, dass man einfach dann so Shop-mäßig etwas verkaufen kann. So. Okay. Da gibt es auch andere Tools, die das noch unterstützen. Aber ja, können wir sonst noch bilateral nachher noch gerne anschauen. Ja, also ich hatte da noch 2. Magst du da einmal kurz vorbeigehen? Workout hier. Ja, danke. Kein Ding. So, wer möchte? Da. Genau, ich habe eine Frage und zwar habt ihr ja Open Auditor auch entwickelt, weil klar war, die Skalierung von der Solawi muss irgendwie abgebildet werden. Also vielleicht 2 Fragen. Eine, gibt es eine Größengrenze, wo du sagen würdest, da ist dann Schluss? Und daran schließt sich die Frage an, können digitale Tools auch dazu beitragen, dass die, also ich habe einfach das Gefühl, die Größe der Ackerfläche, ne, da gibt es sozusagen die kleinen und dann gibt es die ganz, ganz großen. Und die Frage, die ich habe, ist, kriegen wir irgendwas in der Mitte hin? Also ich weiß, dass das dann von der landwirtschaftlichen Perspektive nochmal spannend wird, aber habt ihr das Gefühl, so eine Tools können auch dazu beitragen, dass einfach größere Flächen bewirtschaftet werden können mit solchen Methoden? Also aus unserer Perspektive auf jeden Fall. Also wirklich ohne das landwirtschaftliche, anbaumäßige anzuschauen, ist das auf jeden Fall so. Also wir gehen auch in die Richtung, also wir haben Open Auditor immer auch ein wenig weiterentwickelt. Und jetzt gerade auch darauf ausgerichtet, zum Beispiel so Langfristigkeit ist ein Ding mit Archivfunktion und so weiter und aber auch Größe. Und das auf jeden Fall. Also da spielt es dann nicht mehr so eine Rolle, ob es 400 Abo-Anteile sind oder 1500. Das ist dann möglich. Ja,
Doch, genau. Ich würde das ähnlich einschätzen. Das bringt schon eine gewisse Möglichkeit für Skalierbarkeit auf der organisatorischen Seite. Und wenn man halt Robotik nutzen möchte, dann natürlich auch da. Also wenn das jeden automatisiert läuft, das ist schon eine wahnsinnige Arbeitsersparnis. Und das ermöglicht natürlich auch wieder, die Flächen zu vergrößern. Genau, das geht, sorry, direkt dahinter einmal weiter. Und dann können wir wieder zurückwandern. War eigentlich nur eine kleine Ergänzung. Auch ich hatte Farmbot abgespeichert als ein Open-Source-Projekt und ich bin mir ziemlich sicher, dass gerade jetzt aktuell in den letzten Jahren, vielleicht 2-3 Jahren, sehr viele FabLab-Communities und Maker-Communities sich genau an das Thema begeben haben. Also ich denke, es lohnt sich da ein bisschen zu verfolgen, was gerade passiert. Ja, genau, das haben wir auch gesehen, dass das also einen riesen Sprung gemacht hat in den letzten Jahren nochmal. Die meisten Tools, die ich jetzt gefunden habe, aber wie gesagt, wenn ihr welche kennt, ich bin auch immer sehr dankbar für, für Input und Infos, sind noch so sehr in der Pilotphase. Also da wird viel gebastelt gerade, aber ich hatte das Gefühl, so richtig, was du jetzt auf dem Feld schon einsetzen kannst, da ist dann doch noch weniger. Aber danke. Also ich möchte jetzt einmal ein paar Punkte ansprechen. Ich komme aus einer ganz anderen Ecke, als wir aus der Software. Ich komme aus der landwirtschaftlichen Ecke, aus der deutschen, bayerischen landwirtschaftlichen Ecke. Insofern freut es mich, dass ich da so einen Vortrag jetzt mir anhören konnte. Es wurde anfangs angesprochen, dass die bäuerliche Landwirtschaft wenig Bezug oder wenig eingehen möchte auf diese digitale Datenerfassung und Speicherung. Ich glaube, ein Punkt von dem kommt nicht her, weil man das nicht möchte, sondern weil eigentlich die Basis herkommt. Es werden alle Daten gespeichert, es wird alles, ich sage jetzt mal ganz böse, gegen mich verwandt. Also ich bin jetzt kein Landwirt, nicht? Ich konnte jetzt ein bisschen offener reden. Es wird alles gegen mich hergenommen, es wird sämtlicher Dünger, sämtlicher Pflanzenschutz und alles wird kontrolliert. Das ist das eine Thema, wo dann die Landwirte extrem skeptisch sind und sagen, nee, nicht nochmal irgendwas kontrollieren. Daher glaube ich, kommt eine gewisse Skepsis. Der nächste Punkt ist, weil angesprochen worden ist, Verbindung mit Anbauplanung und dergleichen wird nicht gemacht. Das wird natürlich schwierig, dass der Landwirt dann dieses Tool und dieses Tool hat, das vielleicht nicht einmal so richtig verknüpfbar ist, weil er möchte und muss langfristig planen, um das ökologisch auch sinnvoll zu gestalten. Das ist der nächste Punkt, was auch ein bisschen Hemmschwelle ist und was noch eine ganz große Hemmschwelle, glaube ich, ist. Ich habe zwar von den SolarWis, ich persönlich sehr wenig bisher gekannt, ich habe gewusst, es gibt es irgendwo, in welchem Stil überhaupt nicht. Aus dem Bereich, wo ich tätig bin, ich bin im Bildungsbereich Landwirtschaft tätig, da werde ich oft oder meine Kollegen angesprochen, wo können wir uns Alleinstellungsmerkmal suchen, wohin können wir gehen. Ich glaube, ein Problem ist auch da, wo man sowas dann einbringen kann, wo man sowas verbreiten kann, um sowas überhaupt besser mal anzupreisen. Zum Beispiel das Thema SolarWis oder beziehungsweise, ich sage jetzt einmal, soziale Lebensmittelverteilung. Ein Landwirt ist darauf angewiesen, dass er lebt, dass er verdient, dass er Geld erwirtschaftet, ganz eine klare Sache, wie wir alle hier auch. Und die meisten sind, ich sage jetzt bewusst, die meisten sind daran bedacht, auch das vernünftig zu machen. Und da, glaube ich, ist noch ein gewisser Ansatz, eine gewisse Möglichkeit da. Dankeschön. Ja, ich kann nur vielleicht eine kurze Reaktion darauf. Genau, ich also habe ja jetzt viel mit Landwirtinnen für die Forschung zusammengearbeitet und habe auch in der Familie relativ viele Landwirte, kenne insofern die Diskussion darum sehr gut und ich finde eigentlich auch diese Skepsis gegenüber dieser Datenerhebung, ich finde es eigentlich was Gutes. Also ich finde, das ist das, was eigentlich vielen Leuten was völlig abgeht mittlerweile mit dem Digitalisierung überall, yeah, Google Smartphone und so weiter. Und dass da eine gewisse Skepsis ist, ich finde es eigentlich erstmal gut und würde das gar nicht als was Negatives beschreiben, sondern eigentlich super, dass da kritisch nachgefragt wird und dass da auch geguckt wird, was passiert mit den Daten. Mein Gefühl ist, dass dann doch viele Landwirtinnen, die sich dann dazu entscheiden, digitale Tools zu nutzen, und das geht ja jetzt beim GPS-Traktor los, den eigentlich mittlerweile jeder auf dem Hof stehen hat, aber der auch Daten sammelt, dass da dann oft ein bisschen das Wissen fehlt. Und das finde ich, also gerade wenn du sagst, du arbeitest in der Bildungsarbeit, finde ich es auch was ganz Wichtiges, was es gilt zu vermitteln. Also, ne, dass wenn man da das Häkchen setzt, dann sind die Daten eben auch weg. Und das, genau, dazu muss man gar keine Software nutzen, sondern das geht auch schon mit dem Tracker. Und das, glaube ich, ist wichtig, auch nochmal zu streuen.
Hallo. Mich würde noch interessieren, ihr sagt ja selber, es steckt noch vieles in den Kinderschuhen oder ihr möchtet euch mit eurer Firma auf euer Produkt erstmal konzentrieren. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es für viele Solavis auch interessant sein kann, so ein fusioniertes Programm irgendwie zu haben, in dem ich einerseits irgendwie den Anbau planen kann, andererseits auch die Vermarktung und irgendwie diese anderen Aspekte auch noch da drin zu haben, ohne mich in ganz viele unterschiedliche Einstellungen und Tabellen einarbeiten zu müssen. Und da würde mich interessieren, ob ihr wisst, ob es zwischen diesen Firmen und Initiativen auch Ambitionen gibt, mehr zusammenzuarbeiten, um vielleicht auch sowas Gemeinsames den Solavis anbieten zu können und ihnen damit auch noch weiter die Arbeit erleichtern zu können. Ja, es gab verschiedene Versuche mal, Menschen, die an solchen Projekten arbeiten, zusammenzubringen. Das hat auch einigermaßen gut geklappt. Auch bei uns gibt es irgendwo in GitHub ein Ticket, wo steht, dass wir unsere Interfaces noch besser dokumentieren sollten und eben eine Möglichkeit zur Integration aufbauen sollten, ohne aber noch genau konkret zu werden. Und das ist auch bei den anderen so, es ist effektiv ein Zeitfaktor, aber schon, es ist angedacht. Also, und wenn ich sage, wir haben uns dagegen entschieden, eben Anbauplanung zum Beispiel zu integrieren, hat das auch damit zu tun. Wir möchten, was jetzt bereitsteht, quasi längerfristig wirklich auch unterhalten können und betreiben können, ohne uns zu sehr irgendwie in Risiken auszusetzen, oder? Aber ich sehe das absolut, ich sehe auch das Thema, dass sich jemand nicht unbedingt in 15 Tools einarbeiten möchten und dass das integrierter werden sollte und auch gerade die Daten, die zwischen diesen Tools hin und her geschoben werden müssen, dass das eigentlich automatisiert gehen muss. Schon. Ist sicher open für Commits, unser GitHub-Ticket da. Ja, anschließend dann die Frage, einerseits habt ihr oft den Fall, wo Leute vielleicht speziellere Use Cases haben, die vielleicht nur durch sehr viel Konfiguration oder von keiner der Lösungen abgedeckt wird? Und aber auch genau anschließend an die Frage, habt ihr mal über No-Code-Tools, gibt es ja auch im Open-Source-Bereich mittlerweile viel No-Code, Low-Code-Tools, dass man vielleicht auch da dieses auf diesem Spektrum zwischen Excel-Sheet und klassischer Software, die aber dann halt auch ein bisschen sehr vordefiniert vielleicht die Workflows abbildet, dass es auf dem Spektrum Sinn macht, in die Richtung eine Lösung zu entwickeln, die dann vielleicht auch durch diese ganzen Spalten hindurch mit einer Datenbasis, aber verschiedene Stufen halt so integrativ wirkt. Ich weiß nicht, ob die Frage verständlich war, aber... Ja, voll. Also ist etwas technisch, vielleicht wissen das nicht alle. Es gibt halt mittlerweile gibt es Tools, da bin ich einverstanden, die mit sehr viel weniger Code auch sehr viel ermöglichen. Das heißt, wo man halt konfigurativ Tabellen und Datenbanken aufbauen kann, auch Workflows abbilden kann und so weiter. Ehrlich, also wir haben das ja nicht einfach so gemacht, weil wir nur Lust darauf hatten. Wir haben damals wirklich eine Analyse gemacht, was gibt's, und es gab nichts, das diese Anforderungen abgedeckt hat, oder? Dort ist aber sehr viel gelaufen, da stimme ich dir zu, und das könnte man vielleicht heute auch anders machen. Auf der anderen Seite aber ist das wahrscheinlich out of scope für die meisten Solavis, zum Beispiel dort von null zu beginnen, oder? Das ist fast nicht möglich. Und wenn du sagst, ja, Anforderungen, natürlich gibt es manchmal Anforderungen, die nicht abgedeckt werden können. Ich würde mal sagen, 80-20, also 20% der Fälle ist dann wirklich, da wird dann nicht OpenAuditor gewählt, weil es einfach nicht da reinpasst. Und bei 80% ist es aber einfach, ja, wir machen das so, und dann erklärt man es, wie es aber OpenAuditor andenkt, und dann, ja, okay, dann passen wir uns an, oder? Also das ist ja auch oft möglich. Und wir können auch nicht jede Eventualität abbilden, dann wird das Software-Tool einfach zu komplex. So. Aber wir im Gegensatz, es gibt noch, ich habe ja gesagt, auf deiner Liste, da gibt es noch einige weitere, auch aus der Schweiz. Das eine zum Beispiel, das ist auch konsequent, die haben einfach ein Vorgehen, so macht man eine Solavi mit dieser Software, und dann mach es so oder lass es sein. Und das funktioniert auch gut. Da gibt es einige, die das nutzen, die haben sich einfach darauf eingelassen, okay, wir machen von A bis Z die Workflows, die so abgedeckt sind, und bei uns ist es etwas flexibler so.
wo gerade nochmal die Frage aufkam, zwecks Integration von Austauschformaten und so weiter, kam der Gedanke hoch, irgendwie, was gibt es denn gegebenenfalls an Standardisierung, die im Rahmen politischer Arbeit irgendwie gefordert wird oder gerade auch erarbeitet wird? Also gerade auch Open Source Standards. Ja, jetzt Standards kommen ja jetzt in unserem Bereich nichts wirklich in den Sinn, weil Standards sind ja da wichtig, wo man Datenaustausch auch hat und so. Und das ist jetzt bei uns nicht sonderlich zentral, würde ich mal sagen. Ja, kann ich dir nicht wirklich beantworten, ob es da was gäbe. Vielleicht bei dir? Ja, also es fängt an, würde ich sagen. Also die Politik ist schon auch langsam in dem Feld, aber es soll jetzt eine Datenbank mit landwirtschaftlichen Daten aufgebaut werden, eine öffentliche, also aus öffentlichen Geldern, und um die Daten zugänglich zu machen, auch in möglichst einem Format, das allgemein maschinenlesbar ist. Da hakt es gerade, glaube ich, noch so ein bisschen. Aber das ist angedacht, und ich glaube, von dir kam vielleicht auch die Sensorfrage, also genau, weil man sowas mehr mit einbeziehen möchte, also meteorologische Daten, Ernteerträge und so weiter, dann ist da gerade eine Datenbank am Entstehen, auf die man zugreifen soll in Deutschland. Was der zeitliche Umfang ist, weiß ich nicht dafür. Das Gleiche geht so ein bisschen mit dem Datentransfer, also eher quasi in dem kommerziellen Feld der Digitalisierung der Landwirtschaft war das auch oder ist auch immer noch ein krasses Problem, dass die Unternehmen gerne mit so Logins arbeiten. Das heißt, du kaufst dir ein Produkt und das funktioniert mit der einen Software und so weiter und so fort. Und zu wechseln ist wahnsinnig kompliziert. Und da gibt es aber mittlerweile auch erste Ansätze, um das zu vereinheitlichen, und auch politische Regulierungen dafür, dass das eben nicht mehr geht, sondern dass die Daten austauschbar sein müssen. Ja, also wir haben noch so 3 Minuten. Möchtest du noch was ergänzen? Oder? Nein, das passt. Nächste nicht. Frage, okay. Danke. Ich knüpfe nochmal an das Schnittstellenthema an. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann habt ihr ja schon den Anspruch, einen relativ großen Bereich an Funktionen abzudecken, aber die Anbauplanung eben gezielt nicht. Gibt es denn vielleicht in die Richtung irgendwelche standardisierten Schnittstellen, also dass man zwischen Anbauplanung und Verwaltungssoftware was austauschen könnte? Oder ihr habt generell ja auch Schnittstellen, auf die man zugreifen kann. Also ihr seid ja offen in der Beziehung. Ne? Das heißt, man könnte gegebenenfalls sich dann diese Verbindung, die Integration auch bauen. Das könnte man auf jeden Fall. Ich wüsste nicht, dass es irgendwie einen Standard gäbe. Ich schaue auch nicht wirklich jede 6 Monate nach. Könnte schon sein. Ich bin dankbar um Hinweise, so, aber mir wäre nichts bekannt. Genau. Und wir klammern auch mehr aus als nur die Anbauplanung. Das war jetzt einfach das Beispiel. Es gibt auch andere Bereiche noch, die unter Umständen interessant sein könnten zu integrieren, wo wir uns aber abgegrenzt haben. Also Finanzbuchhaltung zum Beispiel, eine komplette Finanzbuchhaltung für die ganze Solawi, haben wir gedacht, nein, wir bauen nicht noch ein Finanzbuchhaltungstool hinterher. Das ist einfach nicht notwendig. Oder? Also ja, und noch andere Bereiche. Aber ich weiß schon, es gibt Diskussionen. Also ich weiß zum Beispiel, die Leute von Rucola Soft mit ihrem Anbauplaner diskutieren viel mit den Leuten von Perma Robotics und der Klecker App. Also die Diskussionen sind schon da. Ich glaube, den Leuten ist schon bewusst, dass das irgendwie auf jeden Fall eine Herausforderung ist. Und ich meine, ich kenne das auch aus den Diskussionen mit Landwirtinnen, für die es eigentlich immer das Allerwichtigste, Hauptsache es funktioniert. Hauptsache es funktioniert und wir haben damit keinen Stress, und da ist natürlich so eine Integration verschiedener Systeme total wichtig. Ich glaube, wie viele dieser Initiativen, also auch die hier for profit arbeiten oder nur Teil Open Source oder gar nicht Open Source, das sind kleine Initiativen, die oft trotzdem viel auf freiwilliger Arbeit basieren. Das heißt, was einfach auch fehlt, ist staatliche Förderung in dem Bereich, damit die Initiativen auch genau für sowas, wie können wir Schnittstellen schaffen, wie können wir irgendwie die einzelnen Tools integrieren, dafür brauchen wir halt Zeit und Geld, damit das was wird. Eine letzte Frage vielleicht? Und dann ja, ich glaube, das schaffen wir noch. Hallo, danke, super spannend. Ich wollte noch zu den Themen noch mal dazu hinzufügen, in einer anderen Forschungsstudie, wo wir auch bei Kleinbauern nachgefragt haben, was wären denn eigentlich so Tools, die sie gerne verwenden würden, kam auch immer wieder so Skepsis gegenüber dieser Standardisierung, also vor allem in dem Anbau.
Und auch immer dieses Thema, naja, es gibt dann halt gewisse Momente, irgendwas passiert. Es gibt so viele Momente in solchen landwirtschaftlichen Prozessen alltäglich, wo du einfach ganz spontan jetzt reagieren musst, dann musst du irgendwas anders machen. Es ist, weiß ich nicht, Wetter nicht nur, aber irgendwer fällt aus oder so. Ganz Wissen in solchen Systemen zu integrieren, haben viele als herausfordernd gesehen. Und das andere, was ich noch sagen wollte in Bezug auf diese Förderung, was auch einige gemeint haben, war, dass es eigentlich an Ihnen dann liegt. Sie müssen Ihre eigene Zeit hergeben, dass das dann wirklich Tools sind, die für Sie auch selber funktionieren. Und das müsste eigentlich auch in irgendeiner Art finanziell unterstützt werden, dass die Landwirte und Wirtinnen da auch tatsächlich als Co-Thinker und Co-Creator für solche Systeme gesehen werden. Also ich meine, ich glaube, das ist vielleicht ein Thema, also auch eine Frage, ob das als Thema gekommen ist. Ja, da stimme ich dir voll zu. Es geht um beide Seiten, ganz klar, weil eben, ich weiß nicht, eure Solavis, da ist Zeit das vielleicht mit das knappste Gut auch. Und so funktioniert das einfach nicht, das dann auch noch im Alltag auch noch irgendwie zu stemmen. Das ist oft eine Riesenherausforderung, genau. Okay, danke euch. Möchtet ihr noch ein Schlusswort loswerden oder wie kann man euch erreichen? Seid ihr hier noch verfügbar?